Willkommen zu einer Urlaubsausgabe von Leine Bergland in Schlagzeilen. Eifelt. Eigentlich wollte sich Ministerpräsident Stefan Weil im Altenheim St. Elisabeth über die Auswirkungen des Hochwassers in Eifelt informieren. Das tat er auch, wenn auch nur am Rande. Zwei andere Themen standen im Vordergrund. Zum einen löcherten ihn Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter zur Situation von Senioren und Pflegenden. Weil verwies auf die Zuständigkeit des Bundes bei der Pflegeversicherung und appellierte an betroffene Arbeitnehmer, sich zusammenzuschließen und sich gewerkschaftlich für Tarifverträge einzusetzen. Er werde aber an den richtigen Stellen Druck machen, versprach er. Was er von einem Heim erwarte, wurde er gefragt. Heimatnähe und gutes Essen. Und dass ich Teil der Gesellschaft bleibe. Damit wäre er in Eifelt richtig. Denn um die Lage ging es beim zweiten Thema. Das Altenheim wird in 2 Jahren an die Leinstraße ziehen, direkt in die Fußgängerzone. Bürgermeister Bernd Beushausen sprach vom größten Bauprojekt in der Geschichte der Innenstadt. Hildesheim. Die Stadt Hildesheim engagiert sich für fairen und regionalen Handel und hat dafür vom Verein Transfair das Siegel Fair Trade Town erhalten. Bürgermeisterin Beate König nahm dieses passenderweise im Rahmen des Bauernmarktes am 17. September von Richard Bruns als Mitbegründer der Fairhandelsorganisation El Puente entgegen. Hildesheim sei, auch dank der Arbeit von El Puente, schon lange mit dem Thema Fairtrade verbunden. Umso schöner sei es, dass dies jetzt auch offiziell bestätigt werde, so König. Die Steuerungsgruppe hat in den vergangenen Monaten die notwendigen Nachweise für die Bewerbung gesammelt, die nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Auch zukünftig ist das Thema Fairtrade in der Gesellschaft und Politik in Hildesheim zu verankern. Dazu sind jährlich Projekte zu veranstalten, um über das Thema zu informieren. Über die Aktionen ist mindestens 4-mal jährlich pressewirksam zu berichten. Vor Ablauf von jeweils 2 Jahren ist das verliehene Siegel Fairtrade Town wiederholt zu beantragen und neu nachzuweisen. Weitere Informationen finden sich unter www.hildesheim.de/fairtrade. Heiersum Nordstemmen. Auch nach 500 Jahren Reformation ist in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der Region Nordstemmen von Müdigkeit keine Spur. Davon konnten sich die zahlreichen Teilnehmer der zweiten langen Nacht der Kirchen überzeugen. In 4 Kirchen war ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Und die Kirchen, freute sich Pastor Bernd Ulrich Rüther, waren knattervoll. Zum Auftakt der langen Nacht ging es in der Heiersumer St. Mauritius Kirche auf Spurensuche. In Anlehnung an die Lutherrose, dem Siegel Martin Luthers, bekamen die Teilnehmer eine weiße Rose mit der Bitte, die Blume an einem Ort in der Kirche abzulegen, der für sie, für die Reformation steht. Eine ungehaltene Rede der Katharina von Bora erwartete die Teilnehmer an der zweiten Station, der Bahntener Katharinenkirche. Bevor es mit den Grooving Chorals in St. Dionysius in Adensen weiterging, ging es zum Futtern wie bei Luthern in die St. Johanneskirche Nordstemmen. Hier stärkten sich die Teilnehmer mit dem Brot der Armen, Vollkornbrot mit Kräuterbutter oder Schmalz, mit Gemüsesuppe sowie Reis mit Apfelmus zum Dessert. Für besondere Heiterkeit sorgte der Hinweis auf das Bierkränzchen, zu dem die bierbrauenden Hausfrauen, wie die Lutherin seinerzeit, gerne die Nachbarinnen einluden. Seelde. Wenn Seelder sich treffen, um Teebeutel mit dem Mund zu werfen, Schwämme über den Bolzplatz zu schleudern und Zielschießen mit der Kübelspritze zu veranstalten, dann wird das schon einen guten Grund haben. Und der 40. Geburtstag der örtlichen Jugendfeuerwehr war ein solcher guter Grund. Der Spaß sollte bei der Feier im Vordergrund stehen. Und Spaß war bei einem Spiel ohne Grenzen garantiert. 5 Teams von Jugendfeuerwehren aus dem Gebiet der Einheitsgemeinde Eelze sowie 6 Mannschaften, die sich aus dem Seelder Vereinsleben rekrutiert hatten, maßen sich an 6 Stationen in Sachen Geschick, Sportlichkeit, Wissen und Teamarbeit. Wir haben bei Sonnenschein einen wirklich schönen Tag erlebt, dank der Ortsbrandmeister Matthias Wilke, allen Helfern sowie dem KKS Seelde, der seine Anlage für die Feier zur Verfügung gestellt hatte. Toll, dass ihr in eurer Freizeit lernt, anderen Menschen zu helfen, lobte Bürgermeister Rolf Pfeiffer die Seelder Nachwuchsbrandschützer. Im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, seien Fähigkeiten, die auch später im Arbeitsleben gefragt sind. Nicht zuletzt sei eine funktionierende Ortsfeuerwehr auch ein wesentlicher Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Schön, dass es schon 40 Jahre funktioniert, freute sich Pfeiffer über den runden Geburtstag. Sibbisse.
Das Projekt des Runden Tisches Asyl der Gemeinde Sibbisse im Pfarrgarten hat jetzt erste Früchte getragen. Es wurden essbare Früchte geerntet. Unter Federführung von Horst Stucke hatten Flüchtlinge und Mitglieder des Runden Tisches Asyl einen Teil des Pfarrgartens in eine Nutzgartenfläche verwandelt. Der Garten gehört zum Grundstück der Pfarrfamilie Steinert. Sie stellt den Nutzgarten für dieses Projekt kostenfrei zur Verfügung. Nun konnte geerntet werden. Ein richtiges Fest mit rund 15 Teilnehmern wurde es. Es gab eine köstliche Suppe und eine üppige Pizza. Den Kindern und Erwachsenen, die dabei waren, schmeckte es ausgezeichnet. Sie waren sich einig. Die erste Ernte im Pfarrgartenprojekt erhält das Prädikat meisterlich. Bei der jüngsten Sitzung des Runden Tisches Asyl überbrachte Horst Stucke eine freudige Botschaft. Vor einigen Monaten hatte er beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für dieses Projekt einen Förderantrag gestellt. In dem Rahmenprogramm des Ministeriums für ländliche Entwicklung werden diese Vorhaben finanziell unterstützt. Jetzt kam die gute Nachricht aus Berlin, dass diese Aktion mit Einbindung von Sibbisser Asylanten mit 2.450 Euro unterstützt wird. Eine schöne Summe, die wir gut gebrauchen können, brachte Stucke seine Freude zum Ausdruck. Und zum Schluss der Sport im Leinebergland. Eizum. Abschalten, Energie tanken, zur Ruhe kommen. Wo kann man das besser als in windigen Höhen, auf abenteuerlichen Pfaden, umgeben von weiten Wiesen und schattigen Wäldern? All das bietet das Leinetal, umgeben von den sieben Bergen, Id, Kölf und Hils. Die Idee, mit einer größeren Gruppe durch heimische Gefilde zu spazieren, die Natur zu genießen und ganz nebenbei noch etwas für die körperliche Fitness zu tun, kam Ute Schwarz, Ingrid Fischer und Dagmar Siemers auf einer gemeinsamen Wandertour. Kurzerhand riefen die wanderlustigen Frauen eine Versammlung ein, die in der Gaststätte zum Kronprinzen in Barfelde stattfand und fast 20 interessierte Wanderfreunde anlockte. Ute Schwarz und Ingrid Fischer erläuterten den Anwesenden ihr Vorhaben, eine Wandergruppe ins Leben zu rufen. Mitmachen kann jeder mit Lust zum Wandern. Die erste Tour findet am 28. Oktober statt. Ziel ist der Hildesheimer Aussichtsturm. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Baumstallhütte in Eizum. Anmeldungen werden entgegengenommen von Dagmar Siefers 05185 52668. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.